Hallo und herzlich willkommen hier zu Beholder 2. Es geht weiter hier. Und wie immer befinden wir uns hier auf dem Hof natürlich, also auf dem Platz hier. Und wir starten erstmal durch. Wir gehen erstmal zu unserem Ministerium. Und ja gut, eigentlich hätten wir auch sagen können, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause und machen da noch so ein bisschen was. Aber ja, da brauchen wir nicht so viel Zeit. Da gehen wir vielleicht früher nach Hause wieder. So, Fundbüro brauchen wir eigentlich nicht reingucken, das lohnt nicht. So, jetzt wäre halt die Frage, das würde ich jetzt mal testen. Können wir ja hier... Wir gehen da mal den Platz weiter, ja. Hier gibt es nichts. Und jedes Mal streckt er die Hand aus, ja. Okay, jetzt reden wir mal mit der nochmal, weil wir da ja. Über Handel im Ministerium sprechen, okay. Wie schaffen Sie es, an den Wachen vorbeizukommen? Das Ministerium ist ein zugangsbeschränkter Bereich. Was denken Sie, dass Menschen in abgesperrten Bereichen essen? Luft? Die hatten mal auf diesem Stockwerk eine ganze Kantine. Als sie geschlossen wurde, um die Kosten zu senken, sind die Leute am Arbeitsplatz verhungert. Deswegen müssen die Chefs hier Lebensmittel verkaufen. Und keiner hält sie auf? Ich würde gern sehen, wie das jemand versucht. Wow, sie sind also ziemlich wichtig. Bitte? Ich war hier Hausmeisterin und sie wissen ja, wie es ist. Niemand kümmert sich um die Hilfskräfte. Also habe ich viel gesehen und gehört. Sobald die Kantine geschlossen war, dachte ich über Dinge nach und ging direkt zum Chef. Wir haben ziemlich flott einen Betrag vereinbart, der Sicherheitschef war schon ein Problem. Also musste ich ihn derart erinnern, was vor ein paar Jahren am Tag der Ordnung geschah, und er kam ziemlich schnell zur Vernunft. Seitdem lächeln die Wachen einfach und winken mir zu. Was ist passiert? Ja klar, Sie wollen Sie etwa auch Pasteten schmuggeln und mir meinen Job wegnehmen? Was interessiert Sie? Ah, geht nichts mehr. So, kommen wir jetzt noch rein. Kreuzworträtsel. Ja. So, okay. Der Soldat. Da aus. Können wir jetzt eigentlich dem Peter Dong diesen Dings da geben? Tok tok. Na, was willst du denn? Okay, können wir nicht viel sagen. Über das Ministerium sprechen. Wie ist es so für das Ministerium zu arbeiten? Der beste Job, ihr könnt mir den Fall irgendwie. Jeder muss seinen Platz kennen und seinen Teil dazu beitragen. Arbeitsbedingungen. Ist es immer so laut, dunkel, stickig im Gemeinschaftsraum? Wie kann man hier unter diesen Bedingungen arbeiten? Niemand hält dich ja fest. Weißt du, wie viele Leute einen Job im Ministerium haben wollen? Können wir nicht wenigstens die Fenster öffnen? Ach gut, das haben wir eigentlich schon gehabt. Insekten. Keine Ahnung, ob der jetzt was Neues gesagt hat, ja. Nach Kollegen. Hat er was über... Kann der noch was zu Harzer sagen? Emma ist tot und nichts kann die Leere in meinem Herzen jetzt füllen. Magda Rakovic. Um ehrlich sein, ich beneide sie ein bisschen. Neid, warum? Der Chef hat sie immer in der Nähe. Es ist ein echtes Vertrauen. Manche Leute sagen, sie ist gemein. Die Leute, die das sagen, sind wertlose Faulenzer. Magda ist ein Vorbild an Disziplin, Ausdauer und Hingabe. Wir alle sollten uns zum Vorbild nehmen, okay? Namen Chef? Was denkst du über den Chef? Ist er streng? Ich vermeide es, mit den Vorgesetzten zu sprechen, und ich rate dir, dasselbe zu tun. Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich ihn am besten ansprechen kann? Tipps? Ich habe alles alleine gemacht. Niemand hat mir jemals geholfen und ich werde niemandem helfen. Mama sagt, dass man für sich selbst denken muss. Mehr herausfinden? Ich versuche nicht, negative Informationen über dich zu sammeln, Peter. Ich will nur wissen, wie er ist.
Genosse Ferguson ist ein großartiger Boss mit einem guten Ruf. Vor kurzem haben wir es fast versäumt, die Quote für die Bearbeitung von Appellen an das Ministerium für Patriotismus zu erfüllen. Also hat er allen befohlen, ohne weiteres Überstunden zu leisten. Niemand wagt es, ihm zu widersprechen. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir vorstellen, aber was passieren würde, wenn jemand ihm widersprechen würde? Gut, über Marco Legrand. Warum verarscht dich Legrand die ganze Zeit? Weil er ein Arsch und ein Mistkerl ist. Verstehe. Er weiß, dass ich Klüger bin und das kotzt ihn an. Alles, was der gut kann, sind dumme und oft gefährliche Streiche. Er nennt das harmlose Witze. Letztes Mal steckte er einen experimentellen Autoairbag auf meinen Stuhl. Der schoss mich dann bis an die Decke. Wirklich? Ein Kompressionsbruch der Wirbelsäule ist nicht lustig. Das ist gefährlich und er hat nur gelacht. Was könnte sicher sein als ein Auto-Airbag? Sicherer. Ich hasse ihn, Drecksack. Stück Scheiße. Warum beschwerst du dich nicht beim Chef? Weil Legros Papa richtig Kohle hat. Also kann dieser Idiot sich alles leisten. Diejenigen, die ehrliche Arbeit leisten wollen, können sich auf sich selbst verlassen. Ist egal, nur bis ich diese Beförderung bekomme. Okay, so. Dann war's das eigentlich. Wir haben Insekten nach Hemnitz. Na gut, das bringt jetzt eigentlich auch nichts mehr. Armer Hemnitz. Gut. Ah, da haben wir doch noch Sachen gefunden, meine natürlich. Also das kann man nachgucken. Bei dem nichts. Wir gucken nochmal so ein bisschen. 50 haben wir hier schon mal wieder, ob sich halt lohnt, der Anruf, ne? Marco haben wir nicht. Da haben wir. Ah, da haben wir auch nochmal 25, also 75. Peter Dong. Haben wir 100. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Haben wir auch nichts. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Gut. 100 hätten wir hier zu melden. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ich will noch mal was probieren. Ob man jetzt beim Legrand, aber ich kann mir nichts vorstellen. Das können wir nicht rausschmuggeln, aber die Uhr möchte ich ja dem einen Typen aufdrängen. Und der Whisky, na gut, den dürfen wir behalten. Den lassen wir mal in der Tasche. Der Lego-Card drin. Stopp mal kurz. Nö, ist er nicht. Dann können wir mal rein. Wir machen das. Ja, ich wollte eigentlich speichern. Ja. Jetzt speichere ich nochmal geschwind hier. So. Weil wenn wir das nicht machen können, dann bringt es einfach auch nichts. Wieso? Ich hab doch das. Es muss doch ein Bug sein, ey. Muss doch einfach ein Bug sein. Kann man wenigstens am Terminal nochmal was gucken. Ja, da ist aber nichts Neues drin. Nee. Warum können wir das scheiß Balkenschloss nicht knacken? Also gut, dann tue ich mal ganz kurz laden. F9. Gut, haben wir jetzt 5 ausgegeben. Was soll's? Raus mit uns. Könnt dem das blöde Uhrending nicht unterjubeln. Anders versuchen. Ja, den Dong könnte man locker hier aus dem Konzept kriegen. Da wären wir jetzt schon 15 hier. Dann können wir jetzt nochmal hier ein bisschen durchsuchen gehen. Ah, das. Hey. Hat der noch irgendwas im Wagen liegen? Nö. Das Ding mir halt an den Wagen zu legen, das bringt halt auch nichts. So, das können wir wieder da reingeben. Damit uns da nichts mit passiert. Das bleibt der Whisky. Ja, den einen könnten wir locker anschwärzen, aber das bringt uns halt nichts, ne? So, Teflon. Dann können wir das auch noch melden. Vertrauensdienst, so, Beförderung sind wir noch weit entfernt. Verlegen einreichen.
So, zack. Oh Gott, 15.000, da sind wir noch sehr weit entfernt. Da müsste man sehr viel noch stricken für. Jetzt könnte man höchstens noch. Ja, gut, jetzt ist der Lekor da. Aber das nützt uns eigentlich nichts. Wir könnten ja nochmal zum Magda gehen und vielleicht zum Chef. Lange, ja, komm. Okay, ich warte. Speichern wir mal ganz kurz ab. Speichern ist mein Freund. So, Magda. Kompliment. Okay. Übers Wetter. Das haben wir schon gehört, über die Arbeit. Hat es eigentlich auch schon, Chef. Familie. Okay. Das hat gar nichts gebracht, mit dir zu reden, aber da hat es alles. Was glaubst du, wer du bist? Einfach Genosse Fergens Gebäude zu stürmen, ohne anzuklopfen? Ja, nee, das war vorher noch nie. Wir können jetzt ohne, aber das wird uns auch nichts bringen. Wieso kostet das 1:30 Stunden, wenn er dort geht, oder was? Aber was bringt uns das, wenn wir in sein Büro gehen, ohne irgendwas? Wir haben ja die Fähigkeit Balkenschloss knacken angeblich nicht, aber... Laut meinen Informationen haben wir die Fähigkeit Balkenschloss knacken hier. Ah, da steht's, aber irgendwie... Entweder ist es ein Bug oder ich weiß es nicht. Und das wird uns hier jetzt ein Problem machen eigentlich auch. So, wir gehen mal zum Chef einfach mal so. Tok, tok, tok. Der Tresor, ja, Balkenschloss knacken haben wir halt nicht mehr. Das habe ich ja schon gesagt. Ja. So, der Chef, Pete Ferguson. Okay, ich spreche über die Partyvorbereitung. Was machen Sie hier? Genosse Ferguson. Ich kenne meinen Namen, also komm zum Punkt. Hast du erledigt, worum ich dich gebeten habe? Komm schon, Redgrave. Du hast, hast du die Mädchen? Die Party beginnt, sobald du sie hast, hä? Ja, hab ich. Ja, Sir, ich habe zwei Schönheiten gefunden, wie sie es gewünscht haben. Die beiden können es kaum erwarten, sie zu treffen. Nun, das ist menschlich. Es muss ihre Glücksnacht sein. Ich kann recht freundlich sein, wenn ich erst einmal gegessen habe. Ist alles bereit für die Party? Zeit für den Spaß? Bist du bereit, Spaß zu haben, Redgrave? Nein, ich sollte besser etwas schlafen. Ja gut, nee, lass uns tanzen. Ja komm, wir machen mit. Ich wurde bereit geboren, genauso Ferguson. Ein bisschen später. Okay, alles klar. Zensiert. Okay. Und da liegt jemand, ein Fremder. Was ist da, ein Kopf oder was? Ah nee, nee. Hi, Evan, ich wette, du hast eine billige Bergarbeiterparty erwartet. Haha. Bei Pete Ferguson ist nichts klein. Merkt ihr das? Ich verbringe viel Zeit mit der Partyvorbereitung. Zum Beispiel dachte ich diesmal lange und intensiv über das Thema der Party nach. Und was waren die Optionen? Erst wollte ich das Thema Friedhof haben, dachte aber schnell etwas über Besseres nach. Schaufen, Leichen, entsprechende Schäden und Esel sind natürlich lustig. Aber wir brauchen etwas Lebhaftes für eine Party, verstehst du? Ha? Dann dachte ich, Fight Club, stell dir vor, Kämpfe, Blut, Zähne auf dem Boden. Frauen, die vor Freude quietschen und ihre Kleider ausziehen. Moment mal, Fight Club? Ich spreche niemals über den Club. Klingt interessant, warum haben sie ihre Meinung geändert? Es stellte sich heraus, dass niemand hier weiß, wie man kämpft. Die Polizei weiß nur, wie man Menschen schlägt und Zivilisten wissen nur, wie man am Boden liegt und darüber jammert. Das sehen wir schon jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, oder? Also werden wir heute einfach hart feiern. Ein Meer aus Alkohol und Drogen und das Viagra in den Getränken wird sicherlich einen gewissen Einfluss haben. Irgendjemand wird definitiv durchdrehen und wir werden darüber richtig lachen können. Deine Meinung gefällt dir meine Idee? Eigentlich ist es dumm. Aber dann sind wir beim Chef und durch. Wir müssen ja beim Chef gut sein, sagen wir mal mögen. Da ist es wunderbar, super cool. Und wie? Warte einfach ab, es wird ein Chaos geben.
Warum stehst du nur da, Redgrave? Schau dich um, rede mit Leuten, überzeuge sie, etwas Verrücktes zu tun. Ich will, dass es hier richtig abgeht, weißt du? Was genau wollen sie? Letztes Jahr tranken drei betrunkene Stripperinnen in einem Bad voller rotem Klavier und jemand hat den Hauptsafe mit einem Klohäuschen verwechselt. Also musste ich ein neues bestellen. Im Jahr zuvor haben wir einige Zwerge mit Helium gefüllt und gefrorene Hühner aus einer großen Schleuder auf sie geschossen. Ha, wir waren sozusagen das Volk ernährt. Wiederhole nur nicht unseren Fehler, indem du eine Ziege zur Party bringst. Diese dummen Tiere unterscheiden nicht zwischen Bossen und dem Rest des Gesindes. Die verteilen Kopfnüsse an wirklich alle. Wie auch immer, Even, ich erwarte, dass du dieser Party etwas Leben einhaust. Lass uns hier. Lass uns alles hier in die Luft jagen. Du kannst es wörtlich nehmen, wenn du es sein musst. Toll. Okay. Fremder. Hey! Psst! Schöner Mann! Kannst mich und meinen Kulagen rumdrehen? Wir fühlen uns so schlecht. Wie bist du so betrunken geworden? Die haben mir gesagt, dass man hier nichts trinken kann. Es ist alles eine Lüge. Jetzt habe ich Kotze überall und meine Frau hat einen Ständer. Ich ertrinke in meiner Kotze und verliere meine Würde. Von welcher Würde sprichst du? Jemand hat Genitalien in dein Gesicht gezeichnet? Ich habe das selbst gemacht, damit keiner was Schlimmeres machen würde. Hilfe, ich bin am Sterben. Helfen, zeichne ein zweites Geschlecht auf sein Gesicht. Wir helfen mal, komm. Gut, ich werde dich und deinen Kollegen rumdrehen, sonst wirst du wirklich ersticken. Du bist ein richtiger Held, danke. Jetzt steht er sogar auf. Und der andere? Na gut, da können wir jetzt nichts mehr machen. Da hinten gucken wir mal gar nicht so hin, das sieht nämlich pervers aus. So. Fremder, ah, das ist eine Fremde, da ist der Aktenschrank. Ach, guck an. Können wir jetzt in den Aktenschrank gucken? Nö, können wir nicht. Der rockt auch voll ab. So, Fremder. Hallo, du. Ja, du. Bitte bring mir etwas zu trinken mit. Ich habe ununterbrochen getanzt und niemand gibt mir wenigstens ein Glas Wasser. Hilf mir, ich brauche wirklich Wasser. Wir geben dir Wässerchen, so. Und, was passiert? Was soll das denn? Wodka, ich habe so viele verschiedene Pille in mir, dass Alkohol mich fertig machen wird. Das wussten wir ja nicht. Du hast mich getötet, du Bastard. Verbrennen dafür die in der Hölle. Und das Schlimmste daran ist, dass ich bei diesem Popsong sterbe. Wo der Rock und Roll verdammt. Okay. Ja, wie kann die noch sprechen, wenn die tot ist? Die haben wir gekillt. Wie geht's denn weiter hier? Wir kommen hier nicht weiter. Hier geht's ja noch weiter. Im nächsten Raum. Next. Fremder? Wollen die nicht. Nee, doch nicht. Weißt du, was man mit diesen Pillen machen soll? Welche Pillen? Genosse Ferguson gab uns rote und blaue Pillen und sagte, wähle zwischen der schmerzhaften Wahrheit und der Realität, der glückseligen Unsicherheit der Illusion. Moment mal, das war doch, war das nicht Matrix? Nee. Nee, es war nicht Matrix, oder? Welcher Film war denn das mit der roten und der blauen Pille? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, ich habe so viele Filme geschaut.
Nee, Minority Report war es auch nicht. Das muss doch. Nee, es war Matrix, doch. Ja. Also ich würde sagen, es war Matrix. Genau, weil in der einen Pille war dann so ein Tracker, damit die sie irgendwie da aus dem System befreien können und so weiter. Und die andere hätte den da irgendwie eingeschläft oder so. Oder? Kann das sein? Wenn ich falsch liege, dann sag mir's bitte. Wie konntest du dich daran erinnern? Ich habe vorher gerade ein paar andere Pillen genommen, also was sollen wir nehmen? Ich möchte wirklich, dass Genosse Ferguson uns bemerkt. Wer weiß, vielleicht gibt uns sogar eine Beförderung. Realität oder Illusion? Ich wäre ja für Realität. Ich glaube, Illusion ist vielleicht noch besser. Komm. Es ist eine Party, also viel Spaß. Vielleicht wirst du bemerkt, wenn du tanzt, bis du umkippst. Du hast recht, verdammt. Zeit für einen energiegeladenen Tanz. Dubstep! Jetzt wird jeder sehen, wer hier der echte Boy ist. Lass uns feiern, bis die Sonne aufgeht. Tresor? Da können wir nicht mitmachen, okay. Noch mehr Fremde? Das ist der DJ. Hey Kumpel, gib mir Feuer, ja? Ich habe eine Zigarre auf dem Schreibtisch des Chefs gestohlen. Ich wollte schon immer eine ausprobieren. Warum bist du so nass? Und du riechst nach... Okay, ich kann mir schon fast denken. Benzin. Genosse Ferguson organisiert einen Wettbewerb namens Wer kann Sex in einem Fass Whisky haben? Nun, wir haben gewonnen. Oh Gott, ja, wenn wir dir jetzt Feuer geben. Wusch! Wow, wie war es? Nicht so cool, wie es klingt. Alles brennt, überall, immer noch. Naja, weißt du, aber am wichtigsten ist, dass wir gewonnen haben. Und jetzt werden wir definitiv diese Beförderung bekommen. Genug der Fragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will immer noch nach dem Sex einer rauchen. Also gibst du mir Feuer oder nicht? Empfehle ihnen, sich zu waschen. Gib Feuer. Komm, wir machen wir wirklich hier so richtig... Drecksack. Oh Gott, schaut weg, schaut weg. Das wird ein... Ich hab's gewusst, dass das passiert. Ich frage mich, ob es das ist, was Genosse Ferguson meinte, als er sagte, lass uns alles hier in die Luft jagen. Ja, boah, das war bestimmt das, was er will. Pete Ferguson, Fremder, das ist der DJ. Ja, geile Mucke, ne? Hey, Redgrave, willst du eine T-Shirt erhalten? Alle werden zuhören. Hier ist das Mikrofon, aber es ist nicht umsonst, weißt du? Aber Genosse Ferguson wird dich definitiv hören. Auf, Genosse Ferguson, den besten Genossen der Welt aufzuweisen, Anführer, komm. Trinken wir auf den Mann mit dem großen F an denjenigen, dessen Arbeit weiterhin Rentabilitätsrekorde bricht, an einem Ort, an dem überhaupt keine Rentabilität geplant war. Auf denjenigen, der uns immer wieder mit seinen unglaublichen Ideen und tollen Partys überrascht. Auf denjenigen, für den wir gerade sterben würden, besonders beim Tanzen. Auf den einzigartigen, unnachahmlichen und unerschütterlichen Genossen Ferguson. Hurra! Das war Evan Redgrave, Leute. Hey, Evan, nimm deine Zunge aus der Arschrichtstelle des Chefs und gib mir das Mikrofon zurück. Okay. Ja. So. Nun eben, die Party wird von selbst enden. Keine Sorge, früher oder später werden dort alle einschlafen, wo sie stehen. Mal sehen, wie es läuft. Brennender Mann habe ich bekommen. Also Achievement. Gut gemacht, du hast ordentlich Stimmung gemacht und viele äußerst beschämende Dinge getan, an die wir uns später erinnern können. Respekt, Mann. Ich denke, ich kann dir vertrauen, dass du die nächste Party organisierst. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst mir sicher sagen, dass du bei Genosse Ferguson ein gutes Ansehen hast. Okay, oh, jetzt ist die Mucke endlich mal weg wieder. Die war nicht schlecht, aber die ganze Zeit ufft hier in den Ohren. Ich gehe besser nach Hause, es geht immer noch weiter, die Party. Ich hätte doch jetzt, ja, na gut, wir haben noch einen Haufen Zeit übrig, ne? Wir haben noch 7:10. Ja gut, heute arbeiten wir nichts mehr, das ist die Zeit, die ist schon weit fortgeschritten. Gucken nochmal hier nach, haben wir noch was Neues erfahren?
Eine gemeinsame Sprache gefunden. Peter Ferguson ist jetzt mein Freund. Ah, 50. Wir haben Nico, haben wir auch einen Herzpunkt, aber okay. Peter Dong. Ja gut, wegen 50. Das lohnt eigentlich nicht. Aber wir haben jetzt immerhin schon 2,9 hier bei unserer Dings hier. So, mal auf die Karte gehen. Wir gehen jetzt hier tatsächlich nach Hause. Heute machen wir nicht mehr so viel. Heute gehen wir eigentlich bloß nach Aue daheim irgendwie ein bisschen und so. Ja, die Party, ja, hat's gerockt hier. Ich überlege mir gerade schon, wie ich die Folge nenne. Ihr werdet es ja sehen, oder habt sie dann schon gesehen. Immer diese Zukunftsform hier, ne? Ja, da kann ich schon gar nicht mehr richtig die richtigen Zeitformen finden. So. Haben wir wieder jemanden? Ne, heute klopft keiner an der Tür. Aber wir haben Rechnung, wahrscheinlich 1000 hier oder sonst was. Telefonrechnung 110 in 3 Tagen, die müssen wir auf jeden Fall berappen. Eine Eintreibung für ein patriotisches Konzept für Bewohner des Bezirkes. Na gut, 5 Tage. Wir bezahlen, dann haben wir es nicht weg. Besser gleich bezahlen wie warten und aufschieben. Das ist meine Devise. Haben wir 9? Was? Warum haben wir 9 Stunden 10 jetzt hier? Kann ich gar nicht verstehen. Haben wir jetzt wieder was dazu bekommen? Wir haben doch 7 Stunden 10. Ach so, wir haben 2 Stunden bekommen, wo man... Ja, okay. Jetzt haben wir sehr viel Zeit, ja. Jetzt können wir auf jeden Fall diese eine Folge auf jeden Fall gucken. Das ist jetzt Zesta Boreana. Ja, jetzt haben wir das wieder, die Charakter zu kennen. Das habe ich noch nie angeguckt hier, das Ganze. Kostet halt Geld. Haben wir noch was zu lesen, aber ich glaube, wir haben auch alles zu lesen schon aufgegeben. Das eine Buch, wo wir im Ministerium haben, das können wir, glaube ich, nicht mit rausschmuggeln, ne? Gelesen, gelesen, gelesen. Ja, jetzt haben wir tatsächlich schon alles gelesen. Wir brauchen gar nicht mehr so viel Zeit. Gut, dann gehen wir mal noch hier auf den Platz oder ums Haus rum oder sonst sowas, werden erschlagen und dann ist das Spiel zu Ende. Keine Ahnung. Wir könnten nochmal arbeiten gehen oder was? Zum alten Flusshafen. Das machen wir jetzt mal. Ich meine, zum Kieler brauchen wir nicht gehen, wo ich ihn halt gefunden habe. So, du kommst zum alten Flusshafen. Vor einigen Jahren zerstört ein Brand das meiste davon. Es bleiben nur noch ein Kai, ein Backsteinwarenlager und ein Bargebäude hinter den Bahngleisen. Der Wissenschaftler, über den Rakovic gesprochen hat, lebt in der Nähe. Aber wie kannst du ihn finden? Professor, ich brauche Insulin rufen, zu den Lagern gehen. Zum Lastkran am Pier gehen, die Eisenbahngleise entlang gehen, mit dem Suchen aufhören. Nee, das machen wir nicht. Also, das wird wahrscheinlich die dummste Sache sein. Das machen wir nicht. Ich würde mal sagen, ja gut, wir gehen mal zum Lastkran am Pier. Du siehst einen Jungen mit einem schmutzigen Gesicht am Ufer neben dem Lastkran. Er tritt zerstreut gegen Kieselsteine und wartet offensichtlich auf jemanden. Der Junge wird nervös, als er dich bemerkt. Kahn inspizieren oder den Jungen sprechen? Wir schauen uns erstmal den Lastkahn an. Das Boot sieht aus wie eine rostige Waschwanne. Es sieht so aus, als hätten sich hier einige Obdachlose niedergelassen. In einer der Hütten findet man eine Couch und ein paar alte Sachen, die Sachen durchsuchen. Das Einzige, was in irgendeinen Wert hat, ist ein Haufen Träte, die Anwohner wohl als Schrott verkaufen wollten. Na ja, komm, wir lassen die Träte mal mitgehen. Zu Recht, warum alte Kabel wegwerfen? Vielleicht könntest du sie benutzen. Ja, für was? Dann sprechen wir noch mit dem Jungen. Du rufst nach dem Jungen, aber er zeigt, dass er dich nicht hören kann. Ich als Polizist vorstellen oder Autorität einsetzen. Ah, da kommen wir halt unserem Ziel wieder weg hier, ne? Komm. Der Junge tritt widerstrebend in ein Gespräch ein. Du erfährst, dass er ein Waisenkind ist und bei seinem Großvater lebt, der im Moment Kohle aus dem nahegelegenen Lagerhaus stiehlt.
Es ist kalt in ihrem Keller. Und ein Beutel Kohle reicht aus, um den Ofen einen ganzen Monat lang zu heizen. Die übliche Geschichte. Jeder überlebt, so wie er kann. Na toll, das hat sich jetzt rentiert. Zurückgehen. Dann gehen wir jetzt mal zu den Lagern. Auf den ersten Blick wirken die Lagerhäuser verlassen. Als du näher kommst, bemerkst du frische Reifenspuren am Boden. Am Zaun ist ein Schild angebracht, Betreten verboten. Normalerweise sollte mich so an solche Anordnungen halten, ne? Kann ich hier speichern? Ne, kann ich nicht. Über den Zaun gehen, komm, wir machen es einfach mal. Du machst ein paar Schritte, zwei große bewaffnete Männer in Uniform erscheinen neben dir. Du hast die Regeln gebrochen und das Militär ist nicht glücklich darüber. Dein Mitarbeiterausweis vom Ministerium rettet dich vor dem Gefängnis. Aber nicht vor einer Geldstrafe. Wenigstens haben sie dich nicht erschossen. Naja, toll. Aber eine Rechnung gekriegt, wahrscheinlich 1000 Euro oder so. Gut, gehen wir mal die Eisenbahngleise entlang. Die Gleise erstrecken sich tief in den Hafen hinein. Ein Strang taucht in einen dunklen Tunnel ein. Der andere führt dich zu einem verlassenen Güterschuppen, einem Zwischenlager, in dem einst die Wagen beladen wurden. Zum Tunnel gehen, zur Frachthalle gehen. Wir gehen mal zum Tunnel. Der Eingang zum Tunnel ist mit schweren Toren verschlossen. Niemand hat die Drähte vom Bedienfeld entfernt. Kupfer wird in Schrottrecyclingszentren hochgeschätzt. Suchen die Hände, mit den Türen zu öffnen. Drähte anschließen, wir haben doch Drähte. Das narrensichere Design, bei dem nur jeder Draht in einen bestimmten Schlitz eingeführt werden kann, hilft dir, die Konsole wieder zum Leben zu erwecken. Glühbirnen leuchten auf und das Tor öffnet sich und lässt dich das Dunkel des Tunnels in den Tunnel. Die andere Seite des Tunnels ist eingestürzt, aber es gibt Licht in einem Nebenraum. Darin befindet sich ein alter Mann mit zerzauster grauer Frisur. Er hat dich offensichtlich nicht erwartet, aber er versucht, seine Angst nicht zu zeigen. Der alte Mann murmelt seinen Namen und versucht, sich zu beschweren. Nach einem kurzen Gespräch wird deutlich, dass er genau der ist, den du gesucht hast. Ein Chemiker, der seine Experimente fernab vom Ministerien und Universitäten durchführt. Fragen, wo man sich versteckt. Ja, das können wir ja mal machen. Der alte Mann sagt, dass Pazifisten alle möglichen Opfer für ihre Ideale bringen müssen. So verließ er das Wissenschaftsministerium, als er in einem Skandal verwickelt war, nachdem er erfahren hatte, dass seine Erfindungen vom Militär genutzt wurden. Er musste untertauchen, als seine Frau ihn für sein Labor auf dem Dachboden seines Hauses meldete. Aha, die Frau war es also, ja. Hier tut jeder dem Nächsten hier das Leben schwer machen. So, ihn nach Insulin fragen. Oh ja. Du sprichst von Kindern, die an Diabetes leiden und ohne Insulin sterben werden. Du bietest den alten Mann einen Preis für die restlichen Medikamente anzugeben. Ohne zu zögern stimmt der alte Mann zu, die noch in den Lagern gelagerten Medikamente für einen guten Zweck zu spenden. Er sagt, es sei das Mindeste, ein Dutzend solcher Lager gibt. Was bedeutet, dass die Kinder genügend Medikamente haben werden. Jedenfalls für eine Weile. Du kannst Drakovic mitteilen, dass du ihrer Bitte nachgekommen bist und zu einer Einigung gekommen bist. Es wird sie keinen Cent kosten. Ende. Das war das, okay. Na gut, bis auf die Rechnung, die wir jetzt gleich vom Stuhl fallen werden. Die hätten wir uns natürlich wieder sparen können. Strafe, weil man am falschen Ort ist. 52, naja gut, okay. 2 Tage. Dann müssen wir das nächste Mal wieder ordentlich schuften. Dann müssen wir mindestens wieder 2-mal arbeiten. Nehmen wir jetzt sogar 3-mal. Und ja, falls ich das natürlich mal offscreen machen soll, dann sagt er mir das. Aber es ist halt immer die Gefahr, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was dann wieder interessant wird. Und ich weiß nicht, ob die Tage, die es hier im Spiel ablaufen, ob die auch irgendwie bestimmte Sachen dann eintreten können oder nicht, ne? Oder ob das einfach nur eine Tageszählung ist. Und wenn wir dann später, im August sind oder so, dann ist das Spiel trotzdem noch nicht zu Ende oder sowas. Das weiß ich halt nicht. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir haben noch, wir überziehen heute wieder ein bisschen. Weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier auf dem Zähler.
Wir gehen jetzt einmal ums Haus herum. Das habe ich noch nie gemacht. So, Moment, da ist wieder... Oh, Jesus, na. In der Nähe des Hauses gibt es nichts Interessantes. Du gehst nach Hause zurück. Du kannst Kinder im Hintergrund schreien hören und das Kochen von Essen durch die ungewaschenen Fenster der Wohnung im ersten Stock riechen. Die Tür zum Eingang wurde aus den Scharnieren gerissen und an der Wand befindet sich eine neue Inschrift mit dem Satz: Der Anführer kann sich... Das Ende der Phrase wurde übermalt. Na gut, da kann man sich jetzt ja was denken, was da steht. Ein stilvolles Ledersofa versperrt dir den Weg auf der Treppe im ersten Stock. Ein dicker, rotgesichtiger Mann versucht es zu rangieren. Er versucht das Sofa nach oben zu ziehen. Der Nachbar bittet dich um Hilfe. Okay, ihm helfen, das Sofa zu bewegen, fragen, woher das Sofa kommt oder ablehnen. Wir fragen erstmal. Ich frage immer erstmal außenrum. Der Nachbar erzählt, wie er zufällig auf einen Möbelgutschein gestoßen ist und versehentlich dieses Sofa in einem Geschäft gesehen hat. Und versehentlich etwas Geld bei sich hatte, aber seine verschlagenen Augen sagen, dass er lügt. So, keine Fragen stellen, helfen, drücken. Was heißt drücken? Also, wir meinen, dass er lügt. Wir drücken mal, oder? Aber nee, da tun wir doch unser Ding. Was heißt drücken? Du sagst deinem Nachbar, dass du seine Märchen nicht glaubst und dass du dieses schicke Ledersofa melden willst. Der Nachbar wird blass und fängt an, dich anzuflehen, ihn nicht zu melden. Er erzählt dir von seiner kranken Frau und ihren Forderungen, ein normales Sofa zu bekommen. Dass er den Leiter seiner Werkstatt bestochen hat, der den Gutschein von jemand anderem bekommen hat. Der Nachbar bietet dir Geld für dein Schweigen. Nimm das Geld oder ablehnen. Nicht, dass man da wieder angezeigt wird. Ich weiß es ja nicht. Ach komm, wir sind mal ein Schwein und nehmen das Geld. Du schenkst ihm einen bedeutungsvollen Blick und nix. Der Nachbar nimmt alles. Was? Der Nachbar nimmt alles, was er hat, aus der Tasche und schiebt das Sofa weiter die Treppe hinauf. Gut, wir sind ein bisschen ein Arsch, aber trotzdem. Ja, man kommt in das Spiel wahrscheinlich auch nicht weiter, wenn man doch nicht mal ein bisschen hart und knallhart ist, ja. Und mal irgendwelche Sachen macht, die eben nicht so toll sind. Wir haben immer noch 4 Stunden und wir wissen, dass wenn wir uns jetzt in die Falle legen und da nicht 4 Stunden extra für den nächsten Tag gegeben werden, sondern einfach nur aufgeführt wird. Jetzt könnten wir höchstens noch zu Nathan Kieler Ladens gehen. Oh Mann, noch einmal. Zu Nathan Kielers Laden könnten wir noch gehen. Mensch, war das jetzt schwer. Oder wir gehen noch mal kurz auf den Platz. Wir haben ja noch eine Stunde Zeit und der Tussi Bescheid geben. Da könnt ihr noch mal ins Ministerium ganz kurz. Wenn wir schon richtig überziehen, dann halt jetzt, ne? Hä? Ach so. Ich habe gedacht, wir könnten noch mal... Nee, also gut. Auf dem Stadtplatz befindet sich eine Menschenmenge in Aufruhr. Irgendwo in der Ferne dröhnt es aus den Lautsprechern. Die Rede verstärkt von den Lautsprechern fliegt über die Köpfe der Menge. Für diese verdammten Söldner der Boreaner darf es keine Gnade geben. Diese niederträchtigen Mörder, Spione, Saboteure und Schädlinge. Tausende Stimmen erhallen in Zustimmung. Gelobt sei der Anführer rufen, still bleiben und zusehen oder weitergehen. Ja, einmischen ist halt immer so eine Sache oder einfach nichts tun. Komm. Ah, wir haben 100 bekommen. Sie rufen zusammen mit der Menge, bis sie ihre Stimme verlieren. Ausgelaugt von der Belastung und von den Rufen ganz taub, gehen sie nach Hause und schlafen auf der Stelle ein. Ein sinnvoll verbrachter Abend, naja. Na gut, eine Stunde, da hätten wir jetzt eh nichts mehr. Da können wir jetzt eh nichts mehr machen. Oder können wir noch ins Haus gehen? Nochmal. Ne, jetzt können wir noch zu Kielers Laden. Gut, mit der 1 Stunde kommen wir, gönnen uns nochmal. Wir haben ja jetzt Geld bekommen, nochmal ein bisschen, aber da gönnen wir uns nochmal eine Serie und zwar Abenteuer der Patrioten. Komm, gucken wir die an. Kriegen wir dafür.
erstmal müssen die vielleicht nur einmal kaufen, kann es sein? Wir sind über die Charaktere, die Abenteuer der Patrioten. Naja, vielleicht ist es auch noch nicht so wichtig. Ich weiß es halt nicht. So. Gut, und jetzt können wir die Falle gehen. Mehr haben wir ja nicht. Ja, Leute, dann wie immer. Leute, ein bisschen länger geworden, aber ich sag das ja so oft, wie ich das immer höre. Ich will ja nicht hier mich ständig beschweren. Ja, ich sag jetzt einfach mal, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt's natürlich beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer Like und Kommentar da und vielleicht auch ein kleines Abo. Ich sag tschüss, bis denne, euer Lego.